komm doch gleich. Ich mach nur noch die Drohne fertig. Jetzt warte doch mal einen Augenblick. DJI hat eine neue Drohne am Markt. Ist das Ding für Anfänger, Fortgeschrittene? Könnt ihr damit filmen, racen, freestylen? Das heute in diesem Video. '21. Die FPV-Welt ist am Abgrund. Nur wenige wagen den Einstieg in das Hobby. Es ist zu kompliziert, zu zeitaufwendig. Doch es gibt Hoffnung. Eine einzige Firma tritt aus dem Schatten und bringt eine einsteigerfreundliche Drohne auf den Markt, die von jetzt auf gleich und für jeden und jede die fantastische Welt des FPV eröffnet und sich anschickt, die eierlegende Wollmilchsau der cinematischen Drohnenfilmografie zu werden. Die Welt hat gehofft, gewartet und geleakt bis zum finalen, großen Tag der Veröffentlichung. Und nun ist sie endlich da. Ladies and Gentlemen, wir dürfen vorstellen, die vielleicht erste game-changing Consumer Drone des noch jungen Jahrtausends, die DJI FPV. 4K60 Video. 130 km per hour top speed. No latency video transmission. Up to 20 minutes of flight time. Emergency stop and return to home. Hallo YouTube, hallo DJI-Fans und solche, die es ab heute vielleicht sein werden. Wir können nun offiziell darüber sprechen, die DJI FPV ist auf dem Markt. Und wenn sich eine Frage in den letzten Wochen herauskristallisiert hat, dann doch sicher die nach der Funktion. Wie fliegt sie denn nun eigentlich, die DJI FPV-Drohne? Und das werden wir euch heute hier bei SpinFast definitiv beantworten. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, lasst uns doch gerne ein Abo da. Das findet ihr unter dem Video, den Button, und aktiviert auch die Glocke. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video online schalten. Laut DJI ist ihre neueste Schöpfung für alle, die ins FPV einsteigen wollen, die perfekte Lösung. Und genau das werden wir heute überprüfen. Und nicht nur das, sondern wir schauen auch, kann man damit mehr machen? Kann man damit richtig Cinematic fliegen? Und kann man damit racen? Ganz genau, auch das haben wir gemacht. Dazu haben wir uns Verstärkung geholt von Laura aka Pretty Fly FPV, die DJI ordentlich über den Racetrack geknüppelt hat. Geil. Wir schauen natürlich auch darauf, ob sie anständig freestylen kann. Da hat sich Tobi mal ein bisschen dran versucht und wird euch auch unter anderem zeigen, dass man mit dem Power-Management und am Ende des Akkus ein bisschen vorsichtig sein muss, wo man so unterwegs ist. Ansonsten endet die Reise schnell unter dem Wasserhahn. Und ich werde mir zum Schluss anschauen, ob man mit der DJI FPV auch so schöne Cinematic-Videos machen kann, wie mit richtigen oder althergebrachten FPV-Drohnen der Marke Eigenbau. DJI versucht mit der FPV auch, die weltweit stetig wachsende Racing-Community zu bedienen. Der Topspeed reicht locker, um es mit gängigen Race-Drohnen aufzunehmen. Auch die LEDs an den vier Armen lassen sich frei konfigurieren, so können die Drohnen bei einem Rennen auseinandergehalten werden. Aber schauen wir erstmal, was unser Profi sagt. Hallo, ich bin die Laura aka Pretty Fly. Heute fliege ich mit dem Gerät hier rum, das ist die neue DJI-Renndrohne. Und mal schauen, wie lange sie heile bleibt. Also ich fliege jetzt gerade auf 50% von dem, was ich kann. Tatsächlich ist es so, dass mir die Latenz gerade nicht negativ auffällt. Das finde ich tatsächlich gerade ziemlich geil. Also ich bin jetzt langsam auch wieder in der Lage zu reden. Hätte ich jetzt ganz viel Geld auf der hohen Kante und wäre DJI gesponsert oder wie auch immer, dann würde ich hier richtig die Sau rauslassen. Sie ist recht agil. Man kann sie tatsächlich wirklich recht eng fliegen, wenn man es möchte. Nur
der komplette, wie sagt man, Wermutstropfen bei dieser Sache ist halt wirklich dieses Oszillieren in diesen Kurven und bei Lastwechseln. Also bei den Propellern ist es so, dass es diese aktuell nur von DJI zu kaufen gibt. Ich habe vor allem auf dem Racetrack gemerkt, dass diese doch schon ziemlich, ziemlich weich sind und der Kopter in den Kurven quasi, ja, in die Knie geht. Wir hoffen natürlich irgendwo darauf, dass andere Hersteller mit besseren, steiferen Propellern nachziehen oder dass DJI selbst auch sagt, hey, wir bauen ein bisschen bessere Propeller, gerade fürs Racen zusammen. Wenn ihr mit FPV-Fliegen anfangen wollt, dann habt ihr zum einen die Möglichkeit, euch eine DJI-Drohne zu kaufen in Kombination mit der Brille und der Funke. Oder ihr fangt an und bastelt euch selber etwas, genau so, wie es euch gefällt. Was ihr letztendlich von beiden Sachen nehmen wollt, das ist ganz allein eure Entscheidung. DJI hat, wenn man will, ein Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr euren Kopter irgendwo gegengeflogen habt, einfach nach DJI rüberschicken und das dann reparieren lassen. Die machen alles für euch, natürlich gegen Bezahlung. Und wenn ihr dann aber euren eigenen Kopter habt, dann müsst ihr den natürlich selber reparieren. Was ihr nun im Endeffekt machen wollt, das ist ganz allein euch überlassen. Habt ihr Kohle, wollt einfach nur fliegen, kauft DJI, wollt ihr euch mit dem Hobby auseinandersetzen, dann baut euch selber einen Kopter. Vielen Dank, Prettyfly, für diese Meinung. Wollt ihr mehr von Prettyfly sehen und ihren Aktionen mit der DJI-Drohne, dann guckt doch mal auf ihrem Kanal vorbei. Wir sind Akku um Akku geflogen und dank unseres neuen Partners Cam4Pro haben wir dort vorab Zugang gehabt und natürlich auch mit dem Segen von DJI. An beide hier ein großes Dankeschön. Die DJI FPV findet ihr natürlich auch ab sofort im Shop von Cam4Pro und den Link dazu unter dem Video. Wir wollen euch mitnehmen auf eine kleine Tour durch die DJI FPV-Kombo und uns dabei aber auf die wesentlichen Komponenten beschränken, nämlich die Fernsteuerung, die Brille und natürlich die Drohne. Schauen wir uns nochmal den Controller von DJI FPV an. Der kommt im sogenannten Game-Controller-Style, sieht also aus wie die Steuerung einer Spielkonsole und liegt dementsprechend gut in der Hand. Egal, ob ihr eher ein Typ seid, der die Drohne so steuert oder so oder vielleicht sogar so, das ist alles möglich und überhaupt gar kein Problem. Transportieren lässt sich dieser Controller wunderbar. Die Antenne ist nämlich klappbar und die Sticks, die lassen sich hier abnehmen und hier unten in extra dafür vorgesehenen Depots verstauen. DJI hat sogar mitgedacht und in die Packung ein paar Ersatzsticks gelegt. Solltet ihr die dann doch mal verlieren, seid ihr nicht völlig aufgeschmissen, sondern wisst, dass ihr zu Hause noch Ersatz in der Verpackung habt. Hier unten hat er einen USB-C-Anschluss, über den ihr den integrierten Akku laden kann, der wirklich ganz schön lange hält. Also ich habe meinen bestimmt eine Woche lang gar nicht aufgeladen und bin die ganze Woche damit geflogen. Man kann über den USB-C-Anschluss den Controller auch an den PC anschließen, um alle gängigen FPV-Simulatoren zu fliegen. Hier vorne haben wir dann den Ein- und Ausschaltknopf, der natürlich so funktioniert wie alle DJI-Knöpfe, einmal kurz, einmal lang. Dann geht der Controller an und mit einem kurzen Druck kann man eben checken, ob der Akku noch voll genug ist. Diesen Custom-Knopf hier vorne, den kann man beliebig belegen in der Software mit jeder Funktion. Und hier oben an den Schulterknöpfen haben wir auf der rechten Seite einmal im Prinzip die Kamerasteuerung. Hier oben mit der Wippe könnt ihr vordefinierte Kamerawinkel einstellen und hiermit könnt ihr die Aufnahme starten und stoppen oder ein Foto machen. Dieser Start-Stopp-Knopf hier hinten, der funktioniert so ein bisschen wie der Armknopf einer regulären Drohne. Damit startet man die Motoren und hier funktioniert das über einen Doppelklick. Das finde ich ist auch ganz toll gelöst, so muss man keine Angst haben, da irgendwie aus Versehen irgendwo gegenzukommen. Hat also gleich so eine Sicherheitsfunktion mit integriert. Auf der anderen Seite finden wir hier diesen Panic-Button, der die Drohne in jeder unmöglichen Situation wieder stabilisiert und sanft in der Luft schweben lässt, sodass ihr euch erstmal sammeln könnt, um dann euer Manöver nochmal von vorne zu beginnen. Und über diesen Knopf lässt sich dann auch die GPS-gestützte Return-to-Home-Funktion ausführen. Mit diesem Rad hier unten stellt ihr den Winkel der Kamera ein. Das ist sehr interessant, gerade im manuellen Modus könnt ihr damit während des Fluges quasi den Neigungswinkel eurer FPV-Kamera verstellen. Ihr kriegt auch in der Brille angezeigt, welchen Winkel ihr da genau eingestellt habt. 20, 30, 40 Grad, alles gar kein Problem und stufenlos regulierbar. Und das ist selbst für einen alten FPV-Hasen wie mich eine ganz coole neue Erfahrung, dass man das während des Fluges einfach mal so umstellen kann. Ja, und diese Wippe hier drüben, das ist faktisch die wichtigste, denn damit stellt ihr den Flugmodus der Drohne ein und da gibt es drei Hauptflugmodi, auf die ich gerne mal eingehen möchte.
Der wichtigste ist sicherlich der N-Modus und das ist der Flugmodus, der mit der normalen Mavic am ehesten zu vergleichen ist. Da habt ihr ein voll sensorgesteuertes Flugerlebnis, wo man nirgendwo gegenfliegen kann und wirklich ganz entspannt sich erstmal an das Steuern über die Brille gewöhnen kann. Denn ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute, die sonst eher Mavic fliegen, erstmal ein ganz neues Gefühl ist, eine Drohne nur über das Videobild zu steuern. Und das kann man im N-Modus ganz entspannt machen. Da sind alle Sensoren an, da kann wenig schief gehen. Und die Geschwindigkeiten sind da begrenzt, die man erreichen kann. Das ist zum Beispiel auch der richtige Modus, wenn ihr ein paar schöne Landschaftsaufnahmen machen wollt oder im Urlaub einfach ein paar Impressionen einfangen wollt. Im S-Modus geht es dann schon ein bisschen heißer her. Da funktionieren die Frontsensoren schon nicht mehr. Das heißt, ihr habt da schon die Möglichkeit, wogegen zu fliegen. Und auch die Geschwindigkeiten sind nicht mehr begrenzt. Damit kann man schon richtig actiongeladene Aufnahmen machen. Aber immer noch so, dass sich die Drohne nicht irgendwie aus Versehen auf den Kopf drehen kann. Und Loopings sind da auch nicht möglich. Also es wird schon immer in eine stabile Ausgangslage gebracht. Aber man kann damit schon zum Beispiel Autos verfolgen oder zwischen Bäumen durchfliegen. Ja, und der M-Modus, da steuert man die Drohne dann wirklich komplett ohne weitere Softwareunterstützung. Da ist dann schon ein bisschen fliegerisches Können gefragt. Dieser Modus ist dann zu vergleichen mit einer richtigen FPV-Drohne, die komplett ohne Unterstützung geflogen wird. Um diesen M-Modus komplett nutzen zu können, muss man auch eine kleine Modifikation an der Fernsteuerung vornehmen. Die Fernsteuerung wird nämlich so geliefert, dass hier dieser Gashebel automatisch in die Mitte zurückspringt. Denn im N-Modus und im S-Modus reguliert man damit ja nicht wirklich das Gas, sondern man stellt die Höhe ein in Relation zur aktuellen Höhe der Drohne. Da wir das ja im M-Modus aber nicht machen, sondern wir wirklich die Drehzahl der Propeller beeinflussen wollen, müssen wir auf der Rückseite des Controllers hier einmal eine Schraube ganz reindrehen, um diese automatische Rückstellung in die Mitte zu deaktivieren. Habt ihr das gemacht, funktioniert der Knüppel dann so, wie man das von einer normalen FPV-Drohne gewohnt ist und man kann hier dann richtig schön das Gas regulieren und ganz normal fliegen. Ihr habt halt nur nicht mehr diese automatische Rückstellung in die Mitte. Ich persönlich finde das gar nicht schlimm und wenn man diese Modifikation gemacht hat, kann man dann trotzdem die anderen Flugmodi noch ganz normal weiter nutzen. Ja, im M-Modus kann dann aber theoretisch richtig die Post abgehen. Ihr müsst noch zwei kleine Einstellungen im Menü der Brille machen. Das ist in der Anleitung wunderbar erklärt. Da geht es einmal darum, dass ihr dem Controller in den Settings sagt, dass ihr diese Modifikation gemacht habt und er jetzt sozusagen eine Nullstellung am Gas hat. Das muss der Controller wissen. Logisch, das stellt man einmal ein. Und an der Stelle, wo man dann die Expo- und Gain-Settings macht, also seine Rates einstellt, da gibt es auch noch einen kleinen Punkt, der für den M-Modus wichtig ist, denn ab Werk ist der M-Modus mit dem Angle Mode in Betaflight vergleichbar. Das heißt, die Drohne stellt sich schon immer wieder in die Mitte zurück nach jedem Steuerinput. Das wollen wir in der Regel nicht und das kann man dort an der Stelle deaktivieren. Und dann fliegt die DJI FPV tatsächlich wie jede andere FPV-Drohne im Acro-Mode auch. Dieses Video klärt für euch die Kernfragen der DJI-FPV-Kombo. Wie einfach ist die Steuerung? Wie gut klappen die Übergänge zwischen den Modi? Und kann man wirklich damit so einfach das FPV-Fliegen erlernen? Und vor allen Dingen, wie gut ist das Footage, das aus dieser Kamera rauskommt, die ja zeitgleich FPV-Kamera und Action-Cam in einem ist? Nach unseren ersten Einschätzungen hat DJI mit der Kamera wirklich ins Schwarze getroffen. Sie haben hier ihr gesamtes Know-how aus dem Action-Kamerabereich und dem Drohnenbauen aus den letzten Jahren kombiniert und die DJI FPV somit mit einem wahren Wunderwerk an Technik ausgestattet. 4K 60 sehen hier wirklich fantastisch aus, die Kamera ist super stabilisiert, Rocksteady macht einen guten Job. Der CMOS-Sensor mit 1,5,3 Zoll ist auch völlig ausreichend und macht seine Sache hervorragend, insbesondere auch im Gegenlicht. Die automatische Regulierung bei verschiedenen Lichtverhältnissen hat uns sehr gut gefallen. Wenn man diese Aufnahmen sieht, kann man fast nicht glauben, dass hier ja kein ND-Filter benutzt wird. Die Kamera auf der DJI FPV setzt hier wirklich Standards und lässt selbst etablierte Konkurrenz alt aussehen. Dann machen wir mal weiter.
weiter im Review und ich stelle euch jetzt nochmal die DJI Goggle V2 vor. Das ist eine Weiterentwicklung der ersten Brille. Da hat sich rein äußerlich erstmal überhaupt nicht viel getan. Wir haben immer noch ein wirklich schickes Design. Ich finde, die Brille sieht fantastisch aus. Und hier kann man nach wie vor die gleichen Funktionen finden wie bei der alten. Man kann hier den Augenabstand verringern oder vergrößern von 57 auf 70 mm, glaube ich, sodass das für jeden passig gemacht wird. Nach wie vor ist hier ein Dreigurtsystem eben angebracht, sodass man hier auch oben einen Strap hat, der einem die Brille auf dem Kopf richtig festhält, sodass sie nicht von der Nase rutscht, denn sie ist schon ein bisschen schwerer. Hier vorne sind die Antennen verbaut, die etwas groß und clunky sind, finde ich. Da könnte man auch noch kleinere drauf bauen. Die empfangen auf jeden Fall das Signal auf 2,4 GHz, wenn ihr mit der DJI FPV-Drohne unterwegs seid. Wenn ihr Aftermarket dann noch andere Drohnen kaufen wollt oder Selbstbaudrohnen verwenden wollt, laufen die auf 5,8 GHz. Hier oben drauf findet ihr nach wie vor die Buttons, die auch genauso bei der ersten Version schon angeordnet waren. Hier oben diesen Multi-Joystick, mit dem man im Menü navigieren kann. Davor den Zurück-Button und dann eben die Aufnahmefunktion, sodass ihr in der Brille direkt aufnehmen könnt. Hier finden wir den Power-Anschluss, dann finden wir hier noch den Kopfhöreranschluss. Falls ihr den Sound eurer Drohne auch hören wollt, geht das natürlich auch. Hier unten ist der Bind-Button, den man immer drücken muss, wenn man sie mit einem neuen Gerät, einer Air-Unit, einer CADX Vista oder sowas koppeln möchte. Auf der linken Seite hier unten haben wir dann eben den USB-C-Anschluss, der dafür sorgt, dass man die Brille mit der App verbinden kann. Und so connectet ihr auch das ganze System dann eben zu eurer App. Ihr braucht also nicht die anderen Komponenten anschließen, sondern eigentlich nur die Brille. Und hier zu guter Letzt noch der SD-Karten-Slot, der es euch erlaubt, dann eben die Aufnahmefunktion in der Brille zu nutzen. Schade, dass hier keine SD-Karte mitgeliefert wird. Innen drin haben sie die Goggle ein wenig verbessert. Und zwar haben wir hier nicht mehr 720p in der Bildauflösung, sondern 810 Pixel in der Höhe. Somit habt ihr dann eine etwas bessere Auflösung darin und es sieht alles noch kristallklarer aus, als es ohnehin schon ist. Die Ansicht ist wirklich fantastisch groß und bietet ein richtiges Panoramafenster aus dieser kleinen Drohne heraus, wenn man so will. Das Sichtfeld ist ultraweit, 150 Grad könnt ihr da einstellen und ihr könnt auch zwischen 16 zu 9 und 4 zu 3 in der Brille wechseln, je nachdem, wie ihr die Ansicht da haben möchtet. Genau, so sitzt sie dann eben auf dem Kopf und ich muss sagen, ja, die Passform ist immer noch ein bisschen zu groß. Ich habe meine erste Version, auch mit zusätzlichen Schäumchen hier noch an der Seite gedämmt, sodass ich da keine Spiegelung von hinten habe und hier auch an der Nase ist nach wie vor ein bisschen Light Leak. Aber es ist nun mal schwierig, eine Brille zu konzipieren, die für die ganze Weltbevölkerung passen soll. Und ich bin mir sicher, da musste DJI irgendwie Kompromisse eingehen. Ich fände es cool, wenn sie selber in ihrem Shop anbieten würden, da noch verschiedene Faceplates irgendwie mitliefern zu lassen. Vielleicht in der Version, die man dann als alleiniges kaufen kann, ohne diese ganze Box. Das war's somit zur Brille. Und jetzt gucken wir uns mal die Drohne ein bisschen genauer an. Über die meisten Specs der Drohne wissen wir eigentlich Bescheid, doch viele Sachen sind immer noch so ein bisschen nebulös. Zum Beispiel, wie groß sind die Motoren eigentlich wirklich? Sind es 2306,5 und haben sie 1800 kV? Wir können das nicht genau sagen. Man kann es auch am Ton einfach nicht hören oder an der Leistung nicht wirklich ausmachen. Wir können nur mit Hilfe der Community und mit Hilfe von euch vielleicht rausfinden, was sie nun endlich hier verbaut haben. Kommen wir mal zu den Facts, die wir mit Sicherheit wissen. Und das ist zum einen die Kapazität des Akkus. 2000 mAh sind hier verbaut in diesem Intelligent Flight Akku. Der ja ganz super fest drin sitzt eigentlich, der kann so nicht rausrutschen, da mit so einem Klicksystem hier an der Seite in der Drohne eingehakt wird. Da braucht ihr euch also keine Gedanken machen, lässt sich super fix wechseln und dann eben auch direkt wieder weiterfliegen, wenn ihr davon mehrere habt. Ansonsten, ja, zur Kapazität des Akkus sagen wir später noch ein bisschen was. Ansonsten haben wir es hier mit 5,3 Zoll Propellern zu tun, die eine 28er Steigung haben. Was auch noch bekannt ist, die Drohne soll etwa 10 Kilometer weit fliegen können. Und ich glaube, die wenigsten von euch da draußen werden erstmal 10 Kilometer damit rausfliegen. Es ist ja doch irgendwie eine Drohne für den Nahbereich und das reicht mir auf jeden Fall komplett aus. Hier in Norddeutschland habe ich jedenfalls keine Möglichkeit, eben einfach mal 10 Kilometer in irgendeine Richtung zu fliegen. Long-Range-Fliegen ist in Deutschland nicht unbedingt erlaubt, dafür braucht man Erlaubnisse, man muss viele andere Gebiete überfliegen, Straßen überfliegen und sowas ist nicht ohne weiteres möglich. Also bitte probiert es nicht gleich aus, wie weit das Teil in irgendeine Richtung fliegt, sondern macht euch da bitte schlau über die gesetzlichen Voraussetzungen. Wir haben übrigens auch noch Videos dazu gemacht, was eigentlich erlaubt ist momentan. Könnt ihr mal draufklicken, hier oben ist es eben verlinkt. Zum Gewicht gibt DJI an, knapp unter 800 Gramm, ich glaube 798, wir haben 810 Gramm gemessen.
Das kann natürlich auch einfach an der alten Küchenwaage liegen, die ich benutzt habe. Aber ihr könnt euch sicher sein, um die 800 Gramm wird das Gerät ungefähr wiegen. Und damit habt ihr dann ein bisschen mehr Gewicht auf der Platte als bei so einem typischen Freestyler, der etwa mit 650 Gramm, auch mit GoPro und Batterie. Fairerweise muss man sagen, dass unsere Freestyler auch nicht unbedingt immer mit 2000 mAh in die Luft gehen, sondern eher mit 1300 und deswegen natürlich auch weniger wiegen. Würde man jetzt einen 2000 mAh Akku auf meinen Freestyler draufpacken, dann könnte der auch so, ja, um die 800 Gramm wiegen, das kommt schon hin. Jetzt kommt der Freestyle-Part. Ich fasse mal für Tobi zusammen. Wir haben also die Möglichkeit, wie bei normalen Freestyle-Drohnen, komplett hier den Power auf Null zu ziehen und die Motoren quasi zu stoppen. Aber sie drehen dann noch weiter. Das heißt, ihr könnt noch weiter manövrieren im Akkumodus. Und so habt ihr genau die gleichen Steuerungsimpulse dann eben zur Hand wie bei einer Freestyle-Drohne. Ihr könnt dann einfach wieder Gas geben und die Drohne fängt sich wieder. Und ihr könnt so schöne, geschwungene und auch geschubste Flugmanöver machen, wie wir so schön sagen. Also, dass man die Drohne einfach auch dann mal so einen Augenblick ohne einen Stick-Input in der Luft hängen lässt. Dadurch kriegt man eben diese schönen dynamischen Shots hin. Das ist jetzt schon wieder ein Cinematic-Part, aber das zählt im Prinzip für beide Bereiche. Im Menü Steuerung der Brille findet ihr dann auch die AC Expo Settings. Dort könnt ihr bestimmen, wie schnell eure Drohne sich dreht, je nachdem, wie ihr die Sticks bewegt. Das sind hier erstmal die Standardeinstellungen und Tobi wird euch erklären, was genau es damit auf sich hat. Schnelle Raten sind für geübte Piloten zu empfehlen und die Grundeinstellungen reichen komplett aus, um eure Drohne auch im manuellen Modus richtig zu bewegen. Hier unten im Menü könnt ihr übrigens die Lagenbegrenzung dann komplett ausschalten. Die Rates sind recht moderat eingestellt. Ab Werk sind da 400 Degrees per Second eingestellt, also Umdrehungen in der Sekunde, wenn man den Stick ganz in eine Richtung reißt. Normalerweise fliege ich so mit dem Doppelten in etwa. Die Betaflight-Grundeinstellungen sind, glaube ich, bei 600. Deswegen ist das jetzt ein bisschen ungewohnt, aber man kann damit sehr gut fliegen und das, wozu es eigentlich gedacht ist, nämlich Filmmaterial zu erstellen, was eben sehr dynamisch ist und manuell geflogen aussieht, das kann man damit perfekt machen. Da sind sogar die Rates auch richtig eingestellt. Es ist halt jetzt kein Freestyle-Monster, wo man also eine Priorität nach der anderen mitdrehen kann. Zeigt sich übrigens auch an der Akkuleistung. Wir haben jetzt, jetzt ist natürlich heute auch minus 1 Grad jetzt gerade. Der Akku hat jetzt 4 Minuten und 30 Sekunden gehalten. Beim wirklich ordentlich Gas geben, würde ich mal moderat sagen. Da ist der Akku eingebrochen. Jetzt ist Feierabend. Also das konnte sie fast nicht mehr abfangen. Rein mit dem Ding. Da haben wir fast inverted im Schnee gesteckt. Also da war die Power zu Ende. Ja, also der Akku ist wieder so bei 30%. Man kann sich einfach merken, 30% heißt hier leer. Ja, ja. Kann ich da landen? Niedriger, 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 niedriger. Jawohl, das ist gut. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten, aber es macht verdammt viel Spaß, mit der DJI Cinematic Flüge zu machen. Ich mag es total gerne, lang geschwungene Bögen in der Luft zu ziehen, um dann eben auch wirklich so die richtige Perspektive einzufangen. Und ich fliege auch eine Kurve noch 2-3 Mal an, um dann eben noch den besten möglichen Winkel dahin zu kriegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es mit der DJI nicht ganz so leicht gefallen, da ich normalerweise Mode 2 invertiert fliege. Für mich ist oben oben und unten unten. Und Mode 2 ist ja eigentlich die Flugzeugsteuerung. Das heißt, wenn ich einen Hebel nach vorne drücke, nach oben drücke, fliegt man nach unten. Und das war so ein bisschen ungewohnt für mich. Wenn also meine Bewegung nicht so ganz astrein aussehen sollten, dann liegt das daran. Das ist so ein bisschen, als würde man den linken Schuh auf den rechten Fuß ziehen. Irgendwie muss ich da noch mit warm werden. Im Simulator werde ich es auf jeden Fall trainieren. Ne? Dafür eignet sich der Simulator total gut. Also, Cinematic ist das Ding auf jeden Fall ein Biest. Ihr könnt ja auch einfach mittendrin umschalten und dann die Kamera nach unten klappen und so Top-Down-Shots machen. So eine Hybriddrohne, die dann doch eben ein bisschen schneller sein kann und auch vielleicht mal ein Auto verfolgen kann, wollte ich immer haben. Und nun ist sie eigentlich auf dem Markt. Also das Ding kommt auf jeden Fall in mein Arsenal und wird mit Sicherheit bei vielen professionellen Einsätzen einfach auch dann gebraucht. Diese Drohne hat gleich 3 USPs, Unique Selling Points, und das sind mit Sicherheit die 3 Modi, die euch direkt zur Verfügung stehen. Für alle Anfänger ist der normale Modus super geeignet, ihr könnt euch da erstmal warm fliegen, könnt euch da in vertrauter Umgebung erstmal in die Lüfte erheben, genauso wie ihr es von Mavic Air, Mini und allen anderen Drohnen eigentlich gewohnt seid. Sammelt Erfahrungen, bekommt ein bisschen Gefühl für die Drohne und schaltet dann vielleicht mal in den Sportmodus. Dort werden dann die vorderen beiden Sensoren schon ausgeschaltet.
eingeschaltet. Das heißt, ihr habt keine Obstacle Avoidance mehr. Wenn ihr irgendwo drauf zufliegt, müsst ihr selber bremsen. Ansonsten landet ihr direkt in der Wand oder in dem Hindernis, was ihr dann vor euch habt. Seid da besonders vorsichtig. Auch ist im Sportmodus dann die Neigebegrenzung auf 45 Grad erhöht. Vorher ist die, glaube ich, auf 25 limitiert. Damit ist es euch dann möglich, schärfere Kurven zu fliegen. Und ihr habt natürlich auch den Topspeed auf 60 km/h erhöht. Da seid ihr dann nicht mehr limitiert. Passt dann aber bitte ganz besonders auf, wenn ihr mit 60 km/h schon unterwegs seid, ist das schon ziemlich beachtlich. Gut ist, dass man dann jederzeit einfach wieder stoppen kann, wenn ihr den Stoppschalter drückt oder einfach auch den Modus wieder auf normal wechselt, dann bremst die Drohne automatisch ab und ihr bleibt eigentlich fast sofort stehen. Einen kleinen Bremsweg gibt es aber immer noch. Es ist ja schließlich auch eine gewisse Masse, die da bewegt wird. Ich gehe mal davon aus, dass der Sportmodus die am häufig genutzte Funktion für diese Drohne sein wird, denn es ist einfach so ein intuitives Fliegen und ganz leichtes Erlernen des FPV-Fliegens. Viele werden sich da eben sicher genug fühlen, wenn nur die frontalen Sensoren ausgeschaltet sind. Die unteren sind ja immer noch an und werden da erstmal rumexperimentieren. Wir betonen es gerne mehrfach. Der Simulator ist essentiell eigentlich, um das FPV-Fliegen wirklich so zu erlernen, wie man es vielleicht in manchen Videos von den Profis gesehen hat. Denn ansonsten fliegt man nicht nur fürchterlich unsicher und gefährdet damit vielleicht sich und andere, sondern dann sieht es auch noch richtig doof aus. Also nehmt euch bitte die Zeit, setzt euch zu Hause hin, nehmt eure Fernsteuerung, schließt sie an, euren Laptop an und probiert da erstmal so ein bisschen rumzufliegen im völligen freien Modus. Die Möglichkeiten, die ihr dann mit der Drohne habt in der Luft, sind unendlich. Ihr könnt euch in jede erdenkliche Position bewegen und da kann der Orientierungsverlust zum Beispiel auch schon mal zu Problemen führen. Testet vor allen Dingen erstmal, ob das vielleicht auch so ist, dass ihr da ein bisschen schwindelig von werdet. Das kann mitunter sein, am besten am Anfang hinsetzen, irgendwo anlehnen und dann die ersten Flugversuche wagen. Natürlich habt ihr auch noch die Option, im manuellen Modus dann einfach wieder auf die N-Taste zu drücken und die Drohne swappt einfach zurück in die horizontale Lage. Seid da aber bitte vorsichtig, wie weit ihr den Akku runterzieht. Wenn nämlich im manuellen Modus dann doch die Motoren etwas höher drehen, geht der Akku auch schneller leer. Wir haben so Flugzeiten gehabt von etwa 6 bis 8 Minuten, je nachdem wie dolle wir dann doch unterwegs gewesen sind. Und bei etwa 27% will der Akku nach Hause. Das heißt, der ist da irgendwo reglementiert oder beziehungsweise hat DJI da eine kleine Sperre eingebaut, sodass ihr den nicht komplett leer fliegen könnt. Wir gehen davon aus, dass sie das gemacht haben, um diese Return-to-Home-Funktion im letzten Fall dann doch noch aktivieren zu können. Das ist so ungefähr die Kapazität, die man noch braucht, damit sie aus bestimmter Entfernung noch nach Hause fliegen kann. Darüber hätten wir aber gerne mehr Infos von DJI vorab gehabt, wie genau das funktioniert und warum die Limitierung dann auf 27-28% gesetzt ist. Vielleicht erfahren wir da von DJI noch ein paar neuere Infos. Das werden wir euch dann in einem weiteren Video auf jeden Fall noch erzählen. Ja, DJI ist hier die Mischung aus der klassischen Mavic und einer FPV-Race-Drohne in meinen Augen wirklich sehr gut gelungen. Denn es ist das erste DJI-Produkt, bei dem richtig Spaß beim Fliegen aufkommt und wo für den Zuschauer auch echt dynamisches FPV-Footage entsteht. Und im N-Modus sind dafür nicht mal spezielle Fähigkeiten notwendig, sondern im Prinzip kann jeder damit ganz tolle Ergebnisse erzielen. Das Ganze ist wirklich sehr zugänglich gestaltet. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ein richtiger Mavic-Ersatz ist die DJI FPV. Wie für mich allerdings nicht. Dafür sind mir zu oft noch die Propeller im Bild und mir fehlt auch so dieses Erlebnis, dass man mal eben das Handy an die Funke stecken kann und dann eben auch auf Sicht mal ein paar Aufnahmen machen kann. Ja, und wir FPV-Profis sollten wir jetzt alle unsere Selbstbauten in die Ecke schmeißen und nur noch mit der DJI FPV unterwegs sein? Auch das wird wahrscheinlich relativ schwierig werden, denn selbst reparieren ist bei der DJI nur eingeschränkt möglich und die intelligente Flugbatterie ist mit 159 € auch kostentechnisch so gestaltet, dass ich mir da jetzt nicht unbedingt 10 Stück für einen ganzen Flugtag anschaffen würde. Ja, aber der Gelegenheitspilot, der jetzt auch mal ein bisschen FPV-Erlebnis haben möchte und dafür nicht stundenlang an der Werkbank und oder im Simulator verbringen möchte, für den hat DJI da ein solides Komplettpaket geschaffen, wo echt alles dabei ist, dass man sofort damit Spaß haben kann. Und auch was die Preis-Leistung angeht, muss sich DJI da gar nicht verstecken vor einem selbst zusammengestellten Set. Denn wenn man das mal alles zusammen betrachtet, ist das ein wirklich sehr, sehr gutes Angebot, was man da alles in der Kiste bekommt für sein Geld. Und auch im professionellen Bereich, wo professionell Content erstellt wird, kann ich mir das System sehr gut vorstellen, denn wenn man mit so einem richtigen Produkt irgendwo auftaucht, macht das schon mal mehr her, als wenn man mit so einer Bastellösung daherkommt. Und da man eben alle Komponenten einfach nachkaufen kann und sogar einen professionellen Reparaturservice an der Hand hat mit DJI Care, ist das gerade in dem Bereich wahrscheinlich eine sehr attraktive Lösung. Ja, ihr Technik-Freaks und ihr DJI-Piloten der ersten Stunde, die das erste FPV-Set im Einsatz haben, wir wissen, dass ihr wahrscheinlich eine ganze
ganze Menge Fragen habt. Kann ich mir nur die Drohne kaufen und das mit meiner alten Brille benutzen? Kann ich mit der Funke jetzt auch meine alten Drohnen fernsteuern? Das sind alles Fragen, die wir auch haben, die wir aber noch nicht hundertprozentig klären konnten. Bleibt auf jeden Fall dran und abonniert unseren Kanal, denn genau dazu wird ein Video kommen, genauso wie viele andere Videos zum DJI FPV jetzt über die nächsten Wochen kommen werden, um all diese Fragen zu beantworten. Die DJI FPV könnte ein richtiger Rockstar unter den Consumer Drones werden. Jetzt im Jahre 2021, wo alle wirklich Bock auf Entertainment haben in irgendeiner Form, kann ich mir vorstellen, dass es ein richtiger Kassenschlager wird. Wir hoffen, ihr habt die Möglichkeit, direkt zuzuschlagen, und falls ihr das vorhabt, dann guckt doch schnell mal auf dem Link unter diesem Video. Cam4Pro ist da verlinkt, ist unser neuer Partnershop, und die sollten eigentlich noch ein paar vorrätig haben, wenn dieses Video online geht. Seid da schnell, ich bin mir sicher, sie sind bald ausverkauft, und dann wer weiß, wann es wieder Nachschub gibt. Mit den Goggles hatten wir ja das Problem im letzten halben Jahr auch. Allen Ich fliege meine Mavic im Sportmodus Angebern könnt ihr mit dieser Drohne auf jeden Fall mal gehörig das Maul stopfen. Denn das Teil ist eine vollwertige Race-, Freestyle- und Cinematic-Drohne. Das haben wir euch heute definitiv gezeigt. Diese Drohne kann wirklich alles, was auf der Verpackung steht, und es ist nur an euch gelegen, das so weit zu üben, dass die Drohne das dann auch wirklich macht. Ihr als Pilotinnen seid da draußen gefragt, das dann eben auch zu lernen. Es kostet ein wenig Zeit, investiert sie aber bitte. Denn nichts ist schlimmer, als das Gerät dann für 1349 Euro direkt in den Asphalt zu knallen und euch dann erstmal vom DJI Care ein bisschen verarzten zu lassen. Das ist dann noch eine Frage, die wir auch klären müssen. Funktioniert DJI Care so gut, wie sie sagen? Und wenn hier erstmal reihenweise gebrochene Arme und kaputte FPV-Drohnen bei ihnen auflaufen, werden sie das dann auch so umsetzen können? Auf der Verpackung steht jedenfalls drauf, umtauschen zweimal möglich in einem Jahr, und ich bin mal gespannt, wer von uns beiden hier bei Spinfast zuerst das Teil komplett zerflext. Ist es Tobi oder bin es ich? Das könnt ihr ja unten mal in die Kommentare schreiben, wer von euch glaubt denn, dass ich zum Beispiel das Teil zuerst zersäge, oder wer von euch glaubt, dass Tobi das Ding zuerst zersägt. Ihr habt ja so ein bisschen mitbekommen, wie wir so unterwegs sind, wie wir so fliegen, und da würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr uns so einschätzt, wer wirklich das Teil komplett zerstört als allererstes. Frech finde ich nach wie vor trotz des guten Packagepreises, dass keine zwei SD-Karten mitgeliefert wurden. Ihr nehmt das Ding aus der Box raus und wollt losfliegen und wollt Aufnahmen machen, und dann müsst ihr erstmal irgendwo SD-Karten kaufen. Das hätte man wirklich noch hinzufügen können. Zwei 32 GB Karten kosten wirklich nichts mehr, DJI. Das hättet ihr noch mit reinpacken können. In den nächsten Wochen bleibt abzuwarten, welche Bugs und Fehler dann doch vielleicht hier noch drin sind. Wir haben aber augenscheinlich erstmal keine gefunden, und es sieht so aus, als hätte DJI richtig abgeliefert. Ich habe gut 25 Akkus mit der DJI FPV jetzt geflogen, und ich muss sagen, ich bin vollends überzeugt, dass dieses Gerät auch in meinem Arsenal irgendwo eine wirkliche Position einnehmen wird. Also es kann wirklich sein, dass das Teil komplett durchschlägt, einschlägt und ein echter Kassenschlager wird. Wir sind sehr gespannt, und uns interessiert vor allem eure Meinung. Lasst uns doch bitte unten in den Kommentaren da, was ihr über die DJI FPV-Kombo denkt, ob ihr euch sie anschafft, ob ihr sie schon bestellt habt und was ihr glaubt, was daraus wird, was das für unser FPV-Universum bedeutet. Ist es eine gute Sache oder ist es eine schlechte Sache? Wenn es euch heute gefallen hat hier auf Spinfast, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Unter dem Video findet ihr den Button zum Abonnieren, das kostet nichts, und drückt auch gleich auf die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Push-Nachricht, wenn wir ein neues Video online schalten. So, das war's jetzt auch mit der DJI FPV-Kombo. Wir werden in den nächsten Wochen noch einige Videos zu dieser Kombo rausbringen, und wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei. Nicht vergessen, unter dem Video findet ihr noch die Links zu DJI selbst, zu Cam4Pro und zu Laura aka Pretty Fly. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Ding auf sich hat, dann schaltet auf jeden Fall im nächsten Video ein, wenn wir versuchen, die DJI-Drohne mit dem Motion-Controller zu fliegen.